Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und zu einem weiteren Quiz auf diesem Kanal. Heute werden wir zusammen, das heißt du und ich, versuchen Kinderserien zu erkennen. Ich bin sehr gespannt. Ganz alte werde ich nicht kennen und ganz neue werde ich auf jeden Fall auch nicht kennen. Ich bin im Jahr 2000 geboren, das heißt, ich habe die goldene Ära der 90er Cartoons nur noch so ein bisschen mitbekommen. Aber ich sag's wie es ist, es gab schon richtig, richtig viele, richtig starke Kinderserien, die ich so... Ich habe auch super viel Fernsehen geguckt, muss ich sagen. Also ey... Shoutouts an meine Eltern, die mich so viel haben Fernsehen gucken lassen, wie ich wollte, gefühlt. Ich weiß nicht, ob es positive oder negative Effekte dagelassen hat. Meiner Meinung nach natürlich nur positive. Aber ich habe super viel Fernsehen geguckt. Wir hatten damals auch Sky schon, Premiere hieß es damals noch. Da haben wir Disney XD gehabt und Disney Channel. Disney Channel gab es früher nämlich nicht im normalen Fernsehen. Das gab es nur auf Sky. Mit so einem Receiver musste man sich kaufen und monatlich Geld bezahlen, weil mein Dad da Fußball geguckt hat darüber. Und wir hatten halt auch dieses Kinderpaket, wo ich Disney XD hatte und Disney Channel, und das war der Grind, das war das Geilste, vor der Schule, nach der Schule, die ganzen Tag lief das quasi. Und ich war auch super RTL-Kind, ich habe aber auch viel Kika geguckt wegen Schloss Einstein, wegen Fluch des Falken, wegen solchen Sachen irgendwie, aber Nickelodeon natürlich auch, ich habe alles geguckt, was es gab, deswegen, ich glaube, ich bin sehr gut darin. Ich habe es noch nie getestet, wir werden es herausfinden, ich freue mich drauf, ich weiß gar nicht, wie lange die hier laufen werden. Wenn ich es erraten habe und das Intro noch 20 Sekunden weiterläuft, dann skippe ich ein bisschen nach vorne, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Macht gerne mit. Zählt eure Punkte. Es geht um Punkte. Los geht's. Disneys große Pause. Disneys große Pause. Wie einfach. Disneys große Pause. Disneys große Pause. Disneys große Pause. Ganz einfach. Beste Serie. Okay. Disneys große Pause. Wussten wir. War jetzt relativ einfach für uns, ne? Wer das nicht hat, sorry. Sorry. Okay, geht's weiter? Okay, die Intros laufen schon sehr lang, teilweise. Gummibärenbande. Die Gummibären, oder heißt es Gummibärenbande? Ich glaube die Gummibärenbande. Gummibären. Die Gummibärenbande, wirklich. Dieser Zaubertrunk, ich wollte den immer haben. Gummibärenbande. Ich hatte als Kind Crush auf die hier. Ist nicht komisch zu sagen, weil ich war 3 oder 4, keine Ahnung, Digga. Das war wirklich, der hier war der Stärkste, glaube ich, oder der hier war so ein bisschen der Stinker. Ja, war schon eine unfassbar coole Serie. Auf Kika lief sie. Das war, glaube ich, eine Kika-Serie. Gummibären schon sehr strong, auf jeden Fall. Kuss, Königsklasse. Nicht so gerne geguckt, muss ich sagen. Couscous Königsklasse habe ich nie so gerne geguckt. Sorry. Ab und zu, wenn nichts anderes lief, aber war wirklich so letzter Ausweg gefühlt. Habe ich nie so krass enjoyed, leider. Naja, es geht nur um mich. Habe ich nie so krass enjoyed. Pfefferkörner. Oh, Junge, Pfefferkörner mit Fiete. Fiete und Cem, glaube ich, hießen die beiden. Fiete und Cem, Junge. Oh, beste Freunde gewesen. Ich habe so tot enjoyed, immer. Das lief immer Samstag, Sonntag, vormittags, ZDF TV. Come at me. Oh. Yo, wir sind wieder da. Auf Ganovenjagd, beschreckende Gauner, immer am Start. Wir sind wieder. Die Pfefferkörner, so geil. Da liegen auf der Lauer, auf einer heißen Spur in jedem Abenteuer. Für mich nochmal doppelt geil, weil ich halt aus Hamburg komme. Und alles so Speicherstadt kenne ich halt so. Gangster. Geil. Dr. Schnuggles. Oh, okay, er hat es ja schon gesagt. Kenne ich aber nicht. Aber I guess Dr. Schnuggles heißt es dann. Dr. Schnuggles, noch nie gesehen, kenne ich nicht, noch nie gesehen, noch nie gehört, aber sieht auch sehr alt aus. Sorry, noch nie gesehen. Löwenzahn, das war Löwenzahn. Löwenzahn. Oh, Peter Lustig, rest in peace, Mann. Peter Lustig und Herr Paschulke, das war immer, ich habe so viel gelernt durch Löwenzahn und Sendung mit der Maus und so. Oh, das waren good old times. Sehr gute Zeiten gewesen, muss ich sagen. Sehr gute Zeiten gewesen.
Tick, Trick und Track, oder? Oder? Es sind Tick, Trick und Track. Dagobert Duck. Ja doch, Tick, Trick und Track ist richtig, oder? Es sind Tick, Trick und Track. Wie heißt denn das? DuckTales. Fuck, DuckTales hieß es. True. True, es heißt DuckTales. Ja, aber DuckTales auch super, super, super gerne geguckt immer. DuckTales Legende. Gebe ich mir keinen Punkt für, habe ich falsch erraten. Ich habe Tick, Trick und Track gesagt. Das Leben kann toll sein, sag, bist du bereit? Oh, das kenne ich auch. Ich hab so eine Ahnung, jetzt ist es so weit. Oh, was ist das denn? Boah, ich komme nicht drauf. Fünf Freunde, okay, muss ich sagen. Intro-Song. Banger des Jahres, Banger des Jahres, aber ich habe den Zeichenstil nie enjoyed, hab's nie geguckt, hatte Crush auf sie hier natürlich, aber dann immer geskippt, immer über weggeskippt. War Super RTL Serie. Die Super RTL Serien haben ein bisschen abgelost, sag ich ab und zu, ein bisschen abgelost. Aber Banger Intro-Song, Banger Intro-Song. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Nee, ich dachte was anderes. Glücksbärchen kenne ich vom Hören her, habe ich aber nie gesehen. War vor meiner Zeit, Glücksbärchen war, I guess, vor meiner Zeit, beziehungsweise war ich vielleicht schon zu alt dann. Glücksbärchen, also gab es ja früher, das sind schon die neueren hier irgendwie, I guess. Habe ich nie gesehen, nie von, also nur von gehört. 10. Oh, ist das Inspektor Gadget? Könnte Inspektor Gadget sein. Yes, sir. Ich bin noch da. Freunde, sagt mir, was ihr wollt. Ich bin noch da. Bis jetzt, ich bin nicht schlecht. Dass ich fünf Freunde nicht erkannt habe, nagt ein bisschen an mir. Und dass ich bei DuckTales Tick, Tick und Track gesagt habe, nagt auch ein bisschen an mir. Oh, das kenne ich auf jeden Fall. Oh, nee, doch nicht. James Bond Jr. Was ist James Bond Jr.? Noch nie in meinem Leben diese Serie gehört. James Bond. Okay, sieht auch sehr nach Early 90s irgendwie aus. Sieht sehr nach den 90ern aus. Noch nie gesehen. James Bond Jr. einfach. Holy shit. Noch nie gesehen, gehört. Johnny Test war geil. Johnny Test lief immer auf, ich glaube auf Nickelodeon, so 14, 15 Uhr nach der Schule nach Hause, Nick angemacht, Doppelfolge Johnny Test, das Leben war gut. Sagt, was ihr wollt, das Leben war gut. Johnny Test, Junge, das Leben war gut. Die beiden Zwillinge hier, Johnny Test, der Hund, war geil, war Banger-Serie, Banger. Banger-Serie, sag ich. Balu und seine Crew, okay. Ja, aber ich finde, das ist gecheatet, wenn die im Intro die Serie sagen. Wisst ihr, es ist ein bisschen gecheatet, wenn die sagen, ey, das war jetzt Balu und seine Crew. War ein bisschen gecheatet. Aber es ist halt auch Banger-Intro und Banger-Serie auf jeden Fall auch. Muss man sagen. Ich wollte sagen, Fillmore, ich übernehme das, aber es ist Kim Possible natürlich. Kim Possible, Junge! Ah. Gute Serie. Basic average girl. Das Ding ist, ey, auf einmal, wenn man Englisch kann, als so heranwachsender Jugendlicher oder als Erwachsener, man checkt ja, was die gesagt haben. So als der 10-jährige Flo saß, dann hat so mitgesungen. So irgendwas, weil es war einfach Schwachsinn, was die erzählt haben für mich. Aber jetzt checkt man so, I'm your basic average girl. Kim Possible war schon geil, ne? Mein Lieblingsfeind war, glaube ich, der Kung-Fu-Affe da. Bam, bam, bam. Natürlich so Shigo und Ding, wie heißen die? Shigo und Draken. Draken war der andere. Die waren auch cool. Aber ich mochte den Kung-Fu-Affen. Habe mich immer gefreut, wenn er gekommen ist. Boah. So eine gute Serie, holy shit. Okay, wir machen in diesem Part nur bis 15, dann haben wir nämlich noch einen Part. Weil sonst, das Video ist auch zu lang. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt enjoyt, ob ihr überhaupt Bock habt. Deswegen machen wir jetzt noch den letzten, sind wir bei der Hälfte und haben dann ein paar Tagen nochmal 15.
Und lasst auf jeden Fall aber einen Daumen nach oben da und einen Kommentar mit eurer Punktzahl von diesen 15 und auch, ob ihr da sowas mehr sehen wollt, dann weiß ich, ich kann das aktuell noch gar nicht einschätzen, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt, so. Aber für mich ist voll geil, voll so Flashback meine Kindheit gerade. Jeder Mann kennt Lucky Luke. Ja, also ich scheinbar nicht, Bro. Ich scheinbar nicht, Digga. Lucky Luke, okay, krass. Lucky Luke, ich erinnere mich an den Zeichenstil, aber ich glaube, ich habe eine andere Lucky Luke Serie gesehen. Aber ich wüsste jetzt auch kein Lucky Luke Intro aus dem Kopf, muss ich sagen, to be early. Ich wüsste kein Lucky Luke Intro aus dem Kopf jetzt. Ey, aber ich sag's wie es ist, es hat so Bock gemacht irgendwie. Ich habe eigentlich Bock jetzt alles nochmal hier weiter aufzunehmen, aber ich will erstmal auf Feedback abwarten. Vielleicht gibt's auch noch ein cooleres Video, wo andere Serien drin sind. Das sind jetzt auch relativ alte Serien. Ich weiß gar nicht, ob ihr die alle noch so auf dem Schirm habt. Und ich vermisse auch so diese Zack und Cody und bla und so. Wisst ihr, so diese Real-Life-Serien vermisse ich so ein bisschen. Schreibt mir auf jeden Fall rein, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Lasst mich auf jeden Fall euren Score wissen. Ich warte jetzt 15 und ich wusste, ich glaube, 5 nicht. 5 wusste ich nicht, right? Ich wusste, Dr. Snuggles wusste ich nicht. Ich wusste, DuckTales nicht. Ich wusste, 5 Freunde nicht. Ich wusste, Lucky Luke nicht. Und ich wusste, Glücksbärchis nicht. Das sind 5. Yes, sir. 5. Und James Bond Jr. Ich wusste 6 nicht. Okay. Ist actually schon ein schlechter Score. 6 aus 15 ist schon ein schlechter Score. Also ich hatte 9 richtige. 9 richtige. Schreibt mal eure Punkte in die Kommentare vor. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr Bock darauf habt, sowas öfter zu sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt einfach so fresh und gut aussehen, wie immer natürlich. Und ciao.